Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die... Die Blackbox Man bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Box im Abo bekommen, die dann alle, ich glaube, 3 Monate zugeschickt. Genau, und die kostet im Abo ein bisschen weniger, als wenn man die sich so einzeln kauft, aber du hast immer wieder einen Gutscheincode, mit dem du halt das genauso für den gleichen Preis bekommst. Welcher das aktuell ist, blende ich dir hier mal ein. Und genau, das ist eine Männerbox und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die halt nur so selten eintrifft, weil Männer brauchen meistens nicht ganz so schnell. Nein, die sind nicht so schnell wie wir Frauen, wenn die ihre Sachen aufbrauchen, weil Männer lassen sich da irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Ich habe keine Ahnung, warum, gerade was so Pflege angeht, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Gesichtscremes bei meinem Freund austauschen musste, die noch nicht ganz aufgebraucht waren. Er ist doch etwas cremefaul. Ja, für mich kommt diese Box jetzt ganz gelegen. Sie kommt jetzt im Dezember, ne? Und das ist halt eine Box, wo Produkte halt für Männer drin sind. Und du hast hier halt auch einfach Produkte drin, die du an Freunde, Familie, gerade jetzt so zu Weihnachten oder zu Nikolaus weiter verschenken könntest. Und ja, also heute ist jetzt der 5.12., ne, wo ich drehe. Also theoretisch könnte ich das noch in einen Nikolaustiefel packen. Ja, wir machen den Deckel mal auf. Es ist wirklich eine schwarze Box. Das ist halt immer der gleiche Kram. Das ist nie irgendwie speziell oder so. Da sind die Männer nicht so verwöhnt wie wir Frauen. Und wir haben hier aber auch ein schwarzes Seidenpapier, was mit einem wirklich schönen beigefarbenen Seidenschleifchen zusammengehalten wird. Mache ich mal auf. Hier haben wir den Klebi, da steht auch Blackbox Man drauf. Kommt so kein Duft raus und dann mache ich mal den Klebi auf. So, und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Wir haben hier tatsächlich auch manchmal so Food-Produkte drin oder mal ein Schmackes oder sowas. Und ja, ich sehe hier schon einige schöne Produkte. Und das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, auch mit einem Rezept für Magic Tiger für einen Cocktail. Sehr cool. Oh, guck mal, ich raste aus. Die Blackbox Man hat jetzt mittlerweile hier auch draufstehen, was sich die Boxenpacker beim Boxenpacken dabei gedacht haben. Diese Blackbox Man ist etwas Besonderes. Grundlage für einen Advent mit den besten Freunden oder Chilltime auf der Couch. Mit ihr feiern wir das Leben und jeden Moment. Sie ist bunt und lecker und die perfekte Mischung aus Beauty und Food. Am Ende macht's der Mix. Ja, witzig. Nein! Die haben das Design überarbeitet. Okay, die haben ja sogar ein Produkt-Highlight, was sie mit Bild abgebildet haben. Ich raste aus. Die Produktwerte stehen hier auch immer drin. Und ja, finde ich richtig, richtig cool, dass die das jetzt so ein bisschen mehr auch an das, wie die Frauen das bekommen, anpassen, so langsam, ne? So, ich fange jetzt mit dem ersten Food-Produkt an und zwar von Siegfried. Habe ich hier einen Rheinland Dry Gin mit 40 Millilitern. Ja, das ist einfach ein Gin, ne? Den kann ich weiter verschenken, weil bei uns trinkt keiner Gin tatsächlich. Wenn, dann trinken wir uns mal einen Whisky, einen guten Whisky, aber ja, halt wirklich aus Genusszwecken, ne? Genau, und das hier ist einfach ein Gin. Ist ganz nice, ne? Also das kann man halt, wie gesagt, gut weiter verschenken. Hätte jetzt auch super in einen Adventskalender reingepasst. Dann habe ich hier etwas von GoQ Gel. Ein Handdesinfektionsgel Clinical Quality. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter hier drin sind. 30 Milliliter. Das können wir auch aktuell gut gebrauchen, ne? Also in den Boxen, sowohl Männerboxen als auch Frauenboxen, du findest immer wieder Produkte drin, die natürlich vom Design her, vom Duft her mehr klar männlich oder klar weiblich gestaltet wurden. Aber viele Produkte kannst du ja auch unisex verwenden. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt, finde ich. Bei Hautpflegeprodukten ist es immer so eine Sache, weil Männerhaut doch deutlich anders ist als unsere Frauenhaut. Wir Frauen haben wirklich etwas dünnere und sensiblere Haut als die Männer. Männer sind da sehr robuster. Aber das liegt wirklich in der ganz normalen Evolution, in der Natur der Menschen, dass es nun mal so ist. Deswegen gibt es tatsächlich Unisex-Produkte, aber ich persönlich würde sagen, klare Männer- und klare Frauenprodukte bei der Haut, gerade Gesichtshaut, sind auch zu differenzieren. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt mit meinem Freund das hin und her tauschen wollen. So einfach, ne? Genau. Ja, 15 Sekunden einreiben und dann hast du alles tutti mit diesem Handdesinfektionsgel. Finde ich echt cool für zwischendurch, ne? Also jetzt gerade zu Corinna-Zeiten können wir das gut gebrauchen. Heute war mein Freund auch los und hat uns ein... Irgendwer schreibt mir E-Mails. Ah, und mein Akku ist leer. Ich muss mal kurz meinen Akku tauschen.
Auf jeden Fall war mein Freund heute los und hat beim Expert oder so ein neues Telefon für uns geholt, weil unser altes, was wir haben, das ist schon Asbach alt. Und er sagte auch, die Läden sind voll. Ne? Gut, morgen ist Nikolaus, da kann ich das nachvollziehen. Und natürlich wollen die Leute auch ihre Weihnachtseinkäufe machen, aber puh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Stadt jetzt so voll ist. Ne? Aber gut, egal. Ja. Da hätte ich ihm das zum Beispiel auch mitgeben können, dass man das so für zwischendurch einfach mal. So, jetzt nehmen wir mal das ultimative Produkt des Monats raus, das Highlight-Produkt. Das ist von S. Oliver. Hashtag Your Moment, Men, Eau de Toilette. Das finde ich sehr, sehr cool. Wir haben jetzt öfters Richtung Weihnachten tatsächlich auch immer mehr so, auch in den Special-Boxen von den Beauty-Boxen, Parfums drin. Ich finde Parfums ist etwas, was man auch super weiter verschenken kann. Und 40 Milliliter sind hier enthalten. Das ist eine coole Nummer. Ich glaube, dass Pendant für die Frau habe ich tatsächlich letztens irgendwo drin gehabt. Das sieht sehr schlicht und simpel aus, aber es wird auch eher so ein sportlicher Duft sein. Genau, das habe ich meiner Schwägerin geschenkt. In dem Adventskalender hatte sie heute drin. Rieche ich jetzt so nichts raus. Ich will es aber auch nicht sprühen, weil ich das ja wie gesagt weiter verschenken möchte. Ich blende euch aber mal die Duftnoten ein. Meistens ist es halt wirklich in die Richtung sportlich, aber gleichzeitig halt so ein bisschen männlich, dass du ein bisschen Moschus oder Sandelholz mit dabei hast. Und ja, bin ich auch sehr gespannt, wem ich das dann schenken werde. Muss ich mal gucken. Ja, aber schön, dass sowas auch mit in der Box mit drin ist, ne? Weil theoretisch wird ja ein Mann diese Box auspacken und der wird sich doch wahrscheinlich darüber freuen. Dann haben wir hier, wie eben schon angesprochen, eine Gesichtscreme für den Mann. Und zwar von Seins. Die Formel mit Zirbelkiefer. Extrakt revitalisiert die Haut, spendet langanhaltende Feuchtigkeit und zieht schnell ein. 50 Milliliter sind hier enthalten und hier ist die richtige Vorderseite. Ja, so eine Gesichtscreme für den Mann kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Wenn eine Frau meint, sie möchte das mitbenutzen, kann sie das gerne machen. Wie gesagt, da gibt es meiner Meinung nach halt keine Vorschrift für. Aber es ist halt eine rein Hautgeschichte. Ne? Man sollte eigentlich auch schon Gesichtscreme verwenden, die für die Haut gemacht ist. Intensive Pflege und Schutz für die Haut. Und das ist ja die Marke, die man so im DM bekommt. Und das finde ich nice. Ja, 50 Milliliter in so einer Tube, ne? Ist nicht verkehrt. Kann man gut gebrauchen. Für Männer wie uns mit Z. Finde ich so witzig. Also die Marke Seins finde ich sehr sympathisch. Die haben sehr schlichtes Design. Und das ist sehr, sehr ansprechend, finde ich, ne? Gut. Dann habe ich hier etwas drin und das finde ich ganz nice. Und zwar sind das zwei Ampullen von Oibos In a Second Siegfried, schon wieder Siegfried, Hydro Vital Boost Men. Das ist eine Feuchtigkeitskur, Gin Infused. Ach, wie witzig. Und hier haben wir den Gin von Siegfried und hier soll Gin mit drin sein. Das finde ich super witzig, ne? Und hier hast du jeweils eine Ampulle drin. Ja komm, das ist ein tolles Männerprodukt, ne? Ich würde mich freuen, wenn Männer sowas auch verwenden würden. Revitalisierende Pflege und Energie mit Lindenblüte, Botanicals und dreifach Hyaluron. Und ja, wir Frauen hatten auch schon mal von Oibos Ampullen mit drin, die habe ich aber noch nicht verwendet. Und ja, charmant. Kannst du zusammen mit dem Whisky dann verwenden, ne? Kannst du dir eine Ampulle drauf machen und dann gleichzeitig gönnst du dir erstmal. Witzig. Okay, hier habe ich noch ein kleines Döschen drin von Leisifer. Ja, edel, ne? Chocolaterie seit 1909. Ich glaube, hier ist eine Praline von Leisifer drin. Das ist schon edel, ne? Leisifer. Ja, eine Praline. Heidenei. Es ist, ja, es ist auch edel, ne? Leisifer ist eine sehr, sehr hochwertige Geschichte. Die sitzen auch dort, wo die Metacrew sitzt quasi, also wo die Firma sitzt, die die ganzen Boxen unter einem Deckmantel haben. Also die Blackbox Men, die Pinkbox, die Instabox, die Luxurybox und so weiter. Ne? Die gehören ja alle zusammen zu der Metacrew. Und auch Leisifer sitzt in Osnabrück eben dort, wo, ja, auch die Metacrew sitzt. Und das finde ich cool. Da haben die dann scheinbar sich mal miteinander besprochen und arbeiten zusammen. Das gefällt mir. Doch, ja, ja. Aber ich glaube, die kriegt dann wirklich mein Freund. Hier haben wir noch etwas drin und zwar von Balea Men. Maximum Power Styling Gel. 24 Stunden Turbo Halt, maximaler Halt. 150 Milliliter. Das ist mein Kabemsmann. Bei uns im Hause verwendet niemand Gel. Also ich verwende es nicht für meine Haare. Mein Freund braucht es nun mal nicht. Und ja, ich kenne aber den einen oder anderen, der sich da definitiv drüber freuen würde. Und zum Beispiel mein Schwager in Spee, da kann ich mir das gut vorstellen, ne? Der hat auch eine ordentliche Tolle, dem kann ich das wahrscheinlich dann mal schenken. Ich glaube, der freut sich darüber doch. Jo,
Guti! So, hier ist immer noch was drin, Leute. Und das ist nicht wenig, was hier drin ist. Zum einen haben wir hier drin Vivo Shaving Cream, eine Rasiercreme. Vielleicht kriegt die mein Freund. Mit natürlichen Antioxidantien, Vitamin E, Omega-6 und Beta-Carotin schützt die Haut und hinterlässt kein Brennen, Rasur und Pflege in einem. Und ich glaube, die bekommen wirklich mein Freund. Denn ich habe eben, als ich im Badezimmer war, sein Rasiergel dort gesehen und mir gedacht, der braucht mal ein neues. Ja, finde ich cool. Ein Schweizer Produkt ist das. Vivo Swiss. Mit Shea-Butter, Rizinusöl, Kakaobutter, Bienenwachs und Borage-Samenöl. Aus zertifiziert biologischem Anbau, ohne Parfum. Das finde ich cool. Sieht auch echt fancy aus, ne? So eine kleine Tube. Ich glaube, sowas kann der wohl gebrauchen. Ist halt ohne Parfüme, Claudi, ne? Was riechst du dran? Keine Ahnung. 20 Milliliter sind in diesem Typchen drin. Und wir haben ja auch einen Beipackzettel drin. Das heißt, es könnte sein, dass es gar nicht mal so günstig ist. Finde ich aber nice. Doch, frage ich ihn mal, ob er es gebraucht hat. Jo. So, eins haben wir noch. Das ist Food und Stoff in einem, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, was die jetzt irgendwie diesen Monat mit Gin haben. Aber hier haben wir edle Tropfen in Nuss mit Gin. Cocktail-Spezialitäten für Genießer. Gin and Tonic, Slowy Gin Fist, Gin Daisy und Vespa. Keine Ahnung. Ich mag nicht so gerne Alkohol mit Pralinen zusammen. Ne? Das ist nicht so ganz meine Welt. Vielleicht gönne ich mir den Spaß und stelle das auf die Arbeit und gucke, wie meine Kollegen so langsam witziger werden. Nein. Das wollte man nicht machen. Ja, ulkig, ne? Nein, ich glaube, entweder gebe ich das tatsächlich in einem Weihnachtspaket für jemanden bei mir auf der Arbeit weiter, weil ich plane auch für meine Kolleginnen und Kollegen so Weihnachtspäckchen zu packen und denen das dann so am letzten Arbeitstag einfach mal auf den Tisch zu stellen. Oder ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Freund, der mag sowas, glaube ich, auch nicht wirklich. Ich mag das auch nicht. Ich finde aber schon einen Abnehmer für. Aber ja, theoretisch Pralinen mit Nuss finde ich richtig, richtig lecker. Aber mit Alkohol muss es für mich persönlich nicht sein. Aber das ist eine persönliche Geschichte von mir. Ne? 100 Gramm sind in diesem Packerl enthalten. Ja. Und das war jetzt tatsächlich die Blackbox Men. Normalerweise haben wir auch wirklich viele und große Produkte mit drin. Jetzt so Richtung Weihnachten haben die dann eher so speziellere Produkte mit reingemacht. Aber wie ihr seht, halt auch eine richtig gute Mischung. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 5 Duschgele oder sowas hier drin, sondern es ist alles sehr gut durchgemixt. Irgendwie gefühlt an jeden wird gedacht und das finde ich sehr praktisch. Deswegen lasse ich mein Abo auch weiterlaufen. Auch wenn das für mich bedeutet, ich kann nicht alle Produkte hier in diesem Haus weiterverwenden. Aber ich finde, man kann dann immer so schöne Pflegepakete auch für die Familie damit so knüpfen und das finde ich ganz nice. Deswegen, Abo läuft weiter, deswegen kriege ich die immer regelmäßig. Ja, ich habe euch eben den Gutscheincode eingeblendet, falls ihr da auch Bock drauf habt und unten in der Infobox habe ich es auch nochmal reingeschrieben und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!